Auf geht's, ab geht's, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, nach dem lustigen Zugende in der letzten Folge habe ich mir gedacht, gut, dann schnapp ich mir jetzt den Heli und fliege schon mal zu unserer letzten Station, zu unseren letzten Fallschirmdingens. Mal sehen, ob ich hier überhaupt sinnvoll landen kann. Also da oben, ich sehe schon, wo ich auf jeden Fall hin muss, das ist ja soweit gut. Ja, dieses rote Ding da wahrscheinlich ist damit gemeint. So, jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich hier heile irgendwo landen kann. Ja, ja. Komm schon, ich sehe es doch da schon liegen. Langsam. Da ist ja sogar ein Motorrad. Komm, das nehmen wir so, das nehmen wir so. Raus da, bevor sie runterfällt. Das ist ja wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass es auch hier starten wird. Das Motorrad steht hier nicht umsonst und du kommst hier definitiv nicht anders hoch als wie mit... mit dem Heli. Okay, komm schon. Unser letzter offizieller Fallschirmsprung wird natürlich schön vom Motorrad aus gestartet. Den Bach hinunter. Spring von der Klippe und fliegen wir fallen über die Kontrollpunkte. Das soll ich einfach so machen? Du glaubst doch nicht allen Ernst, dass ich das einfach so mache. Jetzt ist die Frage, wo ist denn da der erste Checkpoint? Irgendwo da unten. Komm, wir scheißen uns da nix. Wir machen das. Okay. Und los! Wuhu! Ich muss allerdings relativ früh abspringen, weil ansonsten... komm, boah, aber easy. Geil gemacht. Schön runter, das hat ja wunderbar funktioniert. Viel besser, als ich mir dachte. Und jetzt muss ich aber noch schauen, dass ich da unten... Leute, Leute, Leute. Aber der Meister hat zugeschlagen. 100%, ja besser kannst du doch gar nicht landen. Jetzt müsste ich doch sowas wie einen Anruf kriegen, oder? Ja, da guck, du guck, guck, da, das die für Dom ist tatsächlich da. Ich habe tatsächlich die letzte Mission freigeschalten. Jawohl. Und die findet wo statt? Am Arsch der Welt bestimmt. Da, wo ich so schnell nicht hinkomme, hä? Da hinten. Da fahre ich ein bisschen. Möchte fast behaupten, dass ich hier kurz mal jemanden anrufen werde. Nämlich das Taxiunternehmen. Can I get a cab right away? Of course. Driver should be with you soon. Sounds good. Ja, also, hier müsste mich der nette Herr vom Taxiunternehmen auch eigentlich sehen. Oh, ich dachte, ich spiele noch ein bisschen Fußball. Ah, das sieht doch schön aus, oder? Ah, so ein kleines Bächlein. Oh, guck mal. Ja, 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 ja. Bin schon da, bin schon da. Du fährst mir jetzt nämlich mal zum Dom und dann ist hier nämlich Schicht im Schacht. So, Ziel wechseln. Das große Ding, das Tourstudio. Nee, 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 ich glaube, ich will zum Dom. Perfekt. Das sind 7,75 Kilometer und der kann jetzt hier nicht mal wenden, der Lappen. Na gut, dass ich das überspringen kann. Da hast du nämlich dann, da sparst du dir eine Menge Zeit. So, also bitte. Einmal rüber. So, vielen Dank. Servus. Wo ist er denn? Oh, ein Wauzi! Hallo Wauzi! Hey, what's up, my nigga? Good to see you, dog. Ja, sicher. That asshole is about to kill himself. Which asshole? Oh, that perfect investor guy. Shit, whatever. You're obligated to tell me. You really don't give a shit, but you were just made this way? He's this way, but you have to get cast in a movie role more suitable to your talents? Oh shit, alright dog. I'll holler at you, my nigga. Wie er hier mit dem Hund redet. Ciao, Wauzi. So, und jetzt machen wir hier ein... Oh, das... Das ist natürlich nice, wenn wir der letzte Fallschirmsprung im Spiel
vom Staudamm. Oh, lecker, 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 lecker. Und Dom stirbt wahrscheinlich dabei oder so. Das wär's ja jetzt. Apex Predator. Man, what the hell is he doing? Hey Don, what the hell are you about to do, man? Nothing. It's perfectly safe. Er hat keinen Fallschirm. Like last time, huh? Yeah. If I don't hit your vagina on the way down. Hey man, I ain't too sure about this one. Man, that motherfucking dog was the real deal. What dog? I don't know how to explain it, man. Well, it's your call. Yo. You dumb idiot. Okay. WTF, willst du mir sagen, die letzte Mission bestand einfach nur darin, dass er sich umbringt? What the damn fuck, man? Ach, du willst mir doch jetzt bestimmt irgendwas sagen. Warum leuchtest du? Warum kann ich mich dich nicht mitnehmen? Ja, mit dir kann ich jetzt Fußball spielen, oder was? Hä? Was, Mutprobe? Ich konnte es nicht mal anziehen! Das sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Ich möchte die Mission bitte jetzt korrekt machen. Was ich denn machen sollen? Nee, konnte wieder aufhalten oder sonst irgendwas tun. Spring Dom hinterher und überlebe die Landung. Ja, willst du mich verarschen? Ich hätte es ja gemacht. Aber der hat den Fallschirm nicht aufgenommen. Ich mach das jetzt korrekt. Also da kenne ich ja jetzt mal nix. Ja, ja. Hey, what's up, my nigga? Good to see. Du willst mir jetzt aber nicht sagen. Doch, dass ich das überspringen kann. Ja, Moment mal. Ich hab doch. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab immer automatisch einen Fallschirm dabei, das heißt, ich brauch den ja gar nicht. Okay, dann springen wir hinterher und überleben's. Und spucken ihm dann nochmal schön auf den Kopf. So, komm, das machen wir diesmal jetzt gescheit. Ich dachte, ich brauche erst den Fallschirm. Deswegen nimmt er ihn auch nicht auf, weil wir ja diese eine Mission geschafft haben, wo wir immer automatisch dann einen Fallschirm haben, ne? Hey Don, what the hell are you about to do, man? Jetzt sehen wir ihn nochmal sterben. Ist das schön. Eigentlich müsste er voll auf dem Stein klatschen von der Sicht aus, aber... Naja, gut, was soll's, ne? You dumb idiot. Ja, los! Oh, wie, wohin? Einfach jetzt hier? Ne, ich muss bestimmt da hochklettern. Oh, hab ich überhaupt so viel Zeit? Oder checkt das Spiel, dass ich hier vorhabe... einen richtig geilen Sprung zu machen. So, hinterher gesprungen. Was? Dammit, leck mich doch am Arsch. Liegt der da jetzt noch? Ach, ich werde eh wieder nach oben geportet, ne, weil ich es dann nur versucht habe. Warum springt der nicht einfach dann da runter? Ach, ist mir jetzt... Jetzt ist mir wurscht. Ich bin hinterher gesprungen. Ich hab's eingehalten. Jetzt ist mir das echt scheißegal. Ja, bevor ich mir hier noch 18 Mal den Story-Modus wird geladen Bildschirm angucke. Und nochmal. Weil es auch immer wieder so hart lange dauert, bis das Spiel wieder neu lädt. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir dann relativ egal. Wir haben das Ende gesehen, Dom stirbt, alles gut. Habe ich ja auch erwartet. Ist halt irgendwie dumm, wenn man ohne Fallschirm springt, wa? Kann ich euch auch nicht unbedingt empfehlen. Ja, leck mich am Arsch, sind die Ladezeiten lang. Was geht denn eigentlich? Huiuiuiui. Gut, dass ich diese ganze Mission nicht auf 100% machen muss. Da würde ich wahnsinnig werden, was ich da alleine an Lebenszeit verliere, während ich mir diesen Ladebildschirm angucken muss. Jedes Mal wieder. Das kriegst du von Rockstar auch nicht zurück.
Schade eigentlich. Na jetzt komm, mach hinne hier. Oder muss ich jetzt hier echt einschlafen? Das wäre eine Idee. Einschlafen. Wird mir bestimmt mal gut tun. Komm schon. Story-Modus wird geladen. Ich hab's verstanden. Ich cutte das jetzt nicht raus. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ich mach mal was Zwischenmenschliches, wa? Trinken wir mal einen Schluck. Kann auch nicht schaden. Spiel hat keinen Bock mehr, oder? Jetzt am Ende muss ich es doch rauscutten. Weil das Spiel einfach nicht weitergeht. Oh, du kannst mir doch jetzt nicht allen Ernstes erzählen. Vor allem, es wurde dann auch nicht gespeichert zwischendurch, kann es sein? Dann habe ich nämlich ein richtiges Problem. Dann muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Inklusive dem Fallschirmsprung. Das gibt's doch nicht! Wie lange lädt denn das? Ja, GTA hat's durchgezogen. Der Ladebildschirm ging gar nicht mehr weg. Also, gut. Dann sind wir jetzt eben hier. Ich dachte mir, gut, dann nutze ich jetzt einfach die Chance, weil ich... Als nächstes kommt ja das ganz große Ding. Und ja, da gibt es aber noch ein Rennen, das ich machen muss. Und das würde ich dann ganz gerne jetzt machen. Da dachte ich mir, nutze ich einfach jetzt mal die Chance. Fangen wir endlich an. Da habt ihr natürlich völlig recht, weil ich weiß nicht, wie viele Rennen jetzt noch freigespielt werden. Das ist ja immer unterschiedlich. Weil immer ein Rennen immer freigespielt wird, nachdem er eins geschafft hat. Mal sehen, was überbleibt. Wir hauen jetzt auf jeden Fall mal dieses Rennen hier raus. Beim alten Haus von Trevor. Fuck. Was macht er denn? Er tritt drauf. Was zum. Willst du mich verarschen? Ich drücke auf Aufsteigen und er tritt sein Quad. Ist er denn irgendwie besoffen oder was? Oh mein Gott, die hole ich jetzt natürlich nicht mehr holen. Ich glaube, da lagen wir ein bisschen zu lange am Boden. Wuhu! Okay. Oh, shit, 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 shit. Also das Rennen ist auf jeden Fall mal gefährlich. Aufgrund der Auf- und Abs, aber es macht Spaß. Es macht richtig Spaß hier gerade. Ach, Quadrennen sind einfach das Geilste. Position 4. Ich könnte Position 3 noch erreichen. Das tue ich auch. Aber Position 2 und 1. Naja, sie sind noch in der Nähe, aber das Ziel ist bestimmt auch nicht mehr weit, weil die Rennen sind ja relativ kurz meistens. Das wäre ja auch lachhaft schon fast, wenn ich das noch gewinnen würde, nachdem ich da so lange rumgegurkt bin. Aber ich komme noch an den zweiten ran. Ich komme auch noch an den ersten. Ich könnte das Ding hier noch gewinnen. Oh! Oh! Und dann überfahre ich den auch noch, Albert. Ich glaube, einen Fuß hat er bestimmt verloren. Ich gewinne das Ding hier noch. Na gut, wenn der eine natürlich Scheiße baut, dann ist das nicht mein Problem. Oh, aber es wird noch knapp mit dem Motocross-Typen. Kommt natürlich drauf an, was die Strecke noch zu bieten hat. Und die ist doch verdammt lange. Aber da ist trotzdem der Sieg. Oh! Was geht ab? Das war doch mal richtig gut, Mann. Ja, hätte ich da nicht so lange rumgeguckt, dann wäre es bestimmt sogar noch eine richtig leckere Zeit geworden. Dass man sich das schon fast mal anbieten kann. So, da stand jetzt aber nichts von neuem... doch, neues Geländerennen freigeschalten. Und das wäre dann wo? Ach, hier ist sogar noch ein Triathlon, den wir laufen können. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, wo ist denn das nächste Geländerennen jetzt? Hier gibt es noch eins auf dem Wasser und da wäre das nächste Geländerennen. Jetzt könnte man eigentlich noch ein Triathlon schnell machen. Ich nehme mir das einfach schnell. Tja, zu spät. Ups, 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 ups. Uiuiuiui. So, also das nächste Rennen könnt ihr schon mal nicht fahren. dann mache ich jetzt noch den Triathlon. Ich wollte eigentlich erst alle Nebenaktivitäten mit Franklin abschließen, bevor wir zum großen Ding kommen. Vielleicht mache ich das auch noch. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber mal schauen, weil eigentlich es wäre zumindest sinnvoll, wenn wir erst alle Nebenaktivitäten noch machen würden. So, und dazu gehört nun mal dieser lustige Triathlon, der mir jetzt erstmal dann meinen halben Arm brechen lässt. Hab nämlich mit ganz schön... Boah, na, das wird anstrengend, die ganze Zeit jetzt hier mit dem Daumen zu arbeiten, aber ich probier's natürlich.
dirty piece of shit! Hey, name on the dotted line, please. Alright, I guess I'm doing this. Klar, das haben wir doch schon mal geschafft. Laufen, schwimmen, radeln. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Na, na, Franklin, mach dich mal warm. Stichst schön hervor. Ja, komm, wir sind gewandt, was das Ganze angeht. Wir schwimmen mal wieder zuerst. Los! Hey, hallo. Ach, beim Laufen bin ich der Langsamste. So, jetzt wird erstmal geschwommen. Oh, da bin ich mal gespannt, wie wir das von der Gesundheit her, von der Ausdauer her hinkriegen. Aber ich glaube, Franklin hat mittlerweile doch eine richtig gute, oder? Oh, das ist wieder so weit. Das ist so weit. Alleine bis zum nächsten Checkpoint. Stippt mir der Daumen ab. Ich sehe das doch schon wieder kommen. Aber jetzt komm mal auf Platz 6 vor. Komm schon. Ja, 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 ja. Zieh an, Franklin. Zieh an. So, an der Boje vorbei und dann nach links. Boah, einer führt übelst krass. Das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht aufholen. Weil schneller als A kann ich. Also, das geht gar nicht. Ich kann gar nicht schneller drücken. Immerhin schon bis zu Platz 4 vorgearbeitet. Oh, da hinten ist schon Finish. Naja, was heißt schon, ne? Gott sei Dank. Also wenn ich bedenke, an den ersten würde ich jetzt nicht rankommen. Egal, wie hart ich daran arbeite. Ausdauer geht auch überhaupt nicht runter. Aber warte mal, jetzt ziehe ich an. Jetzt ziehe ich an. Jetzt falle ich wieder zurück. Ich glaube aber, das liegt eher daran, wie schnell der Computer hier schwimmt. Weil wenn ich A durchsmashe, dann verliere ich nicht an Geschwindigkeit. Aber die können an Geschwindigkeit verlieren. In der Phase, wo sie quasi A gedrückt halten. Könnte man jetzt ganz blöd sagen. Aber jetzt holen die ja von allen Seiten auf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also noch geht's. Aber ich merke, wie anstrengend es ist. Also so ist es ja nicht. Der erste ist ja echt unmenschlich. Das ist ein absolutes Schwimmbiest. Immerhin kann ich mich jetzt immer auf Platz 3 festsetzen. Boah, come on, come on. Jetzt ist wenigstens gleich Schwimmen vorbei. Was kann man als nächstes radeln? Das ist egal, es ist ja eh alles A drücken. Das ist es halt, ne? Deswegen Triathlon, deswegen Ausdauer. So, der erste hat es also schon geschafft, der zweite und ich. So, und das ist jetzt meine große Hoffnung. Tja, schau, während der erste sich dann noch einen Helm anzieht. Aha, zieht ihn davon. Oh, meine große Hoffnung. Ah, schau dich da das an. Ich finde die Sicht so geil. Konnte ich beim Schwimmen jetzt leider nicht machen. Weil da musste ich wirklich die ganze Zeit durchsmashen. Hier kann ich auch mal kurz chillen. Ah, gedrückt halten. Oh, da zieht aber einer an. Der zieht an. Der möchte mich hier noch einholen. Vielleicht sollte ich doch nicht so viel chillen. Ich glaube, jetzt hat er es verkackt, kann es sein. Ist er gerade irgendwo dagegen gefahren? Nee, der ist immer noch hinter mir. Und wie? Uiuiuiui. Jetzt sieht man ihn auf dem Radar auch wieder etwas besser. Der muss ja gerade wirklich richtig knapp an mir dran gewesen sein. Es muss der gewesen sein, der auch aus dem beim Schwimmen als erster rausgekommen ist. Oh, da heißt es jetzt erstmal wieder smashen wie blöde. Aber, weißt du, wenn du mal umrechnest, ja, seit 3:20 hau ich hier auf die Arthas und da ist noch irgend so ein Biest, der das gerade übelst aufholt. Okay. Komm, 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 komm. Ah, und jetzt auch noch laufen. Aber ich glaube... Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße. Okay, gedrückt halten geht dann natürlich nicht. Oh, fuck. Das ist ja hier schon wieder Sehnscheidenentzündung hoch 18. Na, Vorsprung läuft. Imagine the chafing. Ich würde es ja gerne mir anhören, was sie da so erzählt, aber ich kann leider nicht. Jetzt muss ich sogar nochmal Gas geben, aber hinten ist eh schon das Ziel. Hoffentlich wird das nicht nochmal eng. Come on, du sagst es, das ist das Ziel. Na, das sollte packen, das sollte mal packen. Oh, 4 Minuten durchgedrückt, läuft. Woo! Oh, das war heavy. Alamose Triathlon. Oh, das war heavy.
Genau, erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Und Umwelt verschmutzen. Das ist Franklin. Und auch ein neues Triathlon-Rennen. Jürgs. Das bedeutet so viel wie immer eins nach dem anderen, oder wie? Oh Mann. Haben wir hier doch noch ein bisschen was zu tun. Wo ist denn das nächste Triathlon-Rennen? Das haben wir schon fertig. Müsste doch eigentlich irgendwo am Wasser beginnen, oder nicht? Hä, bin ich jetzt blind? Was ist das denn? Hier ist das nächste Rennen, wo ich jetzt hinfahre. Dann das Wasserrennen noch. Und dann ist bitte wo das letzte Triathlon? Wobei ich ja noch nicht mal weiß, ob das das letzte ist. Ich bin blind, ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Gute Frage. Wurde irgendwas freigeschaltet und ich sehe es nicht. Gut, ich fahre dabei schon mal zum nächsten Rennen. Aber hier sehe ich das Triathlon-Symbol. Achso, nee, das ist... Achso, jetzt check ich's erst. Ich dachte, es ist schon abgeschlossen. Ah, deswegen. Ich dachte, es ist abgeschlossen, aber... Oh. Ja, dann kann ich eigentlich auch hier gleich den nächsten Triathlon starten, wenn ich schon daneben stehe. Ja, dann mache ich aber erstmal eine Aufnahmepause, weil sonst fällt mir hier der Arm ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann zum nächsten Triathlon und hoffentlich zu den anderen Rennen auch noch wieder. In diesem Sinne, haut rein!